Die AK Niederösterreich veranstaltete im Arbeitnehmerzentrum in St. Pölten aus Anlass der EU-Wahl eine stark besuchte Veranstaltung unter dem Titel EU aktiv gestalten. Im Mittelpunkt standen dabei die Diskussionen mit den Vertretern der wahlwerbenden Parteien sowie mit einer Expertenrunde. Allen Beteiligten schien dabei klar, wie wichtig diese Wahl ist. Es geht um verdammt viel. Ihr hört das alles ständig. Es ist eine Richtungsentscheidung, eine echte Richtungsentscheidung in Europa. Aber ich sage euch, das sind keine leeren Worte. Bei dieser Wahl steht vieles auf dem Spiel. Im Zentrum der EU stehen die Wirtschafts- und Finanzaspekte. Die AK Niederösterreich fordert aber einen weiteren wichtigen Faktor. Das, was für uns noch zu kurz kommt nach wie vor, wo es wirklich wichtig ist, darauf zu drängen, ist, dass wir auch eine soziale Union brauchen. Das heißt, es gibt sehr viele Bestimmungen und das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht irgendwo eine Insel, wo irgendetwas entschieden wird. Das ist Europa, wo wir Teil sind. Also es ist wichtig, welche Leute entsenden wir, welche politischen Vertreter entsenden wir. Entsenden wir die, die Europa zu einem sozialen Europa machen? Entsenden wir die, die eher die Populisten sind, die Rechtspopulisten, die Europa eigentlich zerstören wollen, die auch keine Sozialpartner wollen, die wir in Österreich ja sehr, sehr hochhalten, vor allem in Niederösterreich, wo es dazu gelingen muss, dass wir auch zum Beispiel eine europäische Arbeitsbehörde haben, dass Lohn- und Sozialdumping in Europa nicht stattfindet. Ein hervorragendes Beispiel für die EU wäre das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft. Das, was uns wirklich in der Zweiten Republik stark gemacht hat, war dieses Gemeinsame, auch mit unterschiedlichen Zugängen, aber eine gewisse Stabilität, wo es einen Frieden gibt, wo es dementsprechend Einkommen gibt, was auch die Kaufkraft unterstützt. Es ist auch für die Wirtschaft sehr interessant, welche Einkommen man hat und wie man sich bewegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Lobby der Arbeitnehmer auch nach Brüssel bringen. Thomas Maurer, bekannt als Kabarettist, diesmal aber als politischer Kommentator dabei, betont auf seine Art die Wichtigkeit der EU. Die EU ist sicher die konstruktivste Idee, die seit der Bronzezeit auf diesem Planeten, auf diesem Kontinent entstanden ist. Was jetzt nicht heißt, dass dort alles super ist, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht von einer momentan virulenten, dummen EU-Gegnerschaft dazu hinreißen lässt, dass man sich kritiklos dahinter stellt. Aber grundsätzlich hoffen wir, dass auch diese Wahl so ausgeht, dass sich das weiterentwickeln kann und nicht in Schockstarre verfällt. Wenn man schon demokratisch die Möglichkeit hat, dann soll man auch sein Wahlrecht ausüben und die richtige Entscheidung zu treffen.